3, 2, 1. Eine Woche früher als gewohnt eröffnete Bürgermeister Christian Carter mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung den Weihnachtsmarkt in Vechta. Dicht gefolgt vom Nikolaus. Wisst ihr was? Ihr seid die ersten Kinder auf der ganzen Welt, die in diesem Jahr den Nikolaus sehen. Der Nikolaus schaute wie in jedem Jahr vorbei, um für die neuen Vechta-Aktion die Stiefel der Kinder einzusammeln, welche sie ab dem 6. Dezember in Vechta Geschäften gefüllt wieder abholen können. Autofrei präsentiert sich der Markt auf der Fläche Europaplatz Alter Markt in Vechta. Mit dabei ist Andreas Kröger. Seit über 20 Jahren verkauft er den Honig seiner Bienenvölker, während seine Frau Elisabeth selbstgestrickte Socken, Handwärmer und andere Kleinigkeiten anbietet. Die Kunden sind an sich im Großen und Ganzen nett drauf. Sie freuen sich immer, weil sie zum ersten Mal den Markt wiedersehen, erst gerade heute wieder. Ob groß oder klein, für jeden ist etwas dabei. Neben Leckereien oder Karussellfahrten, für die es an den Adventssonntagen von der Stadt Vechta Freikarten gibt, wird ein buntes Rahmenprogramm mit Afterwork-Partys, Tombola und vielen Aktionen für Kinder, wie etwa das Puppenspieltheater, Basteln oder eine Winterolympiade, angeboten. Man kann entspannt mit der Familie dann auf den Weihnachtsmarkt gehen. Die Kinder haben ein eigenes Programm und die Eltern können sich vielleicht noch mal bei einem Glas Glühwein ein bisschen entspannen und ein bisschen klönen. Das gesamte Rahmenprogramm finden Sie auf der Homepage der Stadt Vechta. Am 3. Advent wird es übrigens den Charity-Christstollenverkauf zugunsten der Kinderherzhilfe Vechta geben. Und unter dem Weihnachtsbaum sammeln die Schausteller Geld für einen guten Zweck. Wofür das Geld verwendet wird, entscheiden Sie nach dem Weihnachtsmarkt, der bis zum 30. Dezember täglich zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet ist. Außer am Toten Sonntag, an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag. Ein Besuch auf dem Vechta Weihnachtsmarkt lohnt sich auf jeden Fall. Oh, okay.